Der Krach muss ohrenbetäubend gewesen sein. In der Gemeinde Ochtrup im Münsterland ist ein Mann am frühen Morgen durch eine Explosion schwer verletzt worden. Der 58-Jährige wollte mit seinem Hund Gassi gehen, als er ein Paket auf der Straße sah. Als er es aufheben wollte, ging der Sprengsatz hoch. Nachbarn eilten zu Hilfe, um den lichterloh brennenden Mann zu löschen. Was die Polizei zu dem Bombenanschlag sagt, hat Luisa Stangl zusammengefasst. Zerfetzte, verbrannte Kleidung liegt auf dem Gehweg. Die Polizei hat die Straße weiträumig abgesperrt. Gegen 6:30 kommt es hier in der Kardinal-von-Gallen-Straße in Ochtrup im Münsterland zu einer Explosion, als ein 58-Jähriger mit seinem Hund Gassi geht. In Höhe der Hausnummer 5 lagerte auf dem Bürgersteig ein Karton. Ein Anwohner, der 58-jährige Ochtrupper, der hier über den Bürgersteig lief, passierte diesen Karton, und als er diesen Karton passierte, explodierte dieser. Die Kleidung des Mannes fängt Feuer. Nachbarn werden durch den Knall und die Schreie aufmerksam. Versuch mit Wassereimern und Decken den 58-Jährigen zu löschen. Dann habe ich den Mann gehört von draußen, der war am Schreien, der wollte seine Flammen, also die ist komplett, dann der Mann war in Flammen und der wollte sich selbst so ein bisschen retten, also die Flammen runterzubringen. Und dann in der Sekunde bin ich hier in ins Schlafzimmer gegangen, habe ich eine Decke genommen und bin sofort runtergelaufen, sodass ich dem Mann helfe. Der Mann erleidet durch die Explosion schwere Brandverletzungen, wird mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der Hund des 58-Jährigen wurde bei der Explosion schwer verletzt. Was sich genau in dem Karton befunden hat, ist noch unklar. Kriminaltechniker sichern vor Ort Spuren. Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.